Familiar kennt keine Gnade. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen, nur den Schmerz und den Tod. Die aber unter euch, die gute Geschäfte machen, müssen ihren Tribut zahlen. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Also zahlt mit eurem Gold, sonst werdet ihr mit eurem Blut bezahlen. Mahlzeit, herzlich willkommen. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen, 3. Nur den Schmerz und den Tod. Die aber unter euch, die gute Geschäfte machen, müssen ihren Tribut zahlen. Denn was aber nützt euer Gold im Angesicht von Beliars unerbittlichem Zorn? Wenn sein Zorn erweckt ist, ist es zu spät. Dann werden eure Gebete ungehört verhallen. Du schleichst herum wie ein Dieb. Mahlzeit, Amol. Und Beliar erkannte seinen Feind und sein Zorn war groß. Willkommen in Bakaresh, der Stadt Beliars, Pilger. Mein Name ist Amol. Ich bin einer der Schwarzmagier. Goll. Einen hübschen Tempel habt ihr hier. Ja, du willst ihn bestimmt von innen sehen, was? Aber du wirst nicht einen Fuß in den Tempel setzen, ehe ich es dir gestatte. Und was muss ich dafür tun? Was glaubst du wohl? Mach dich nützlich. Alles Weitere wirst du schon alleine herausfinden. Okay, also, bin ich nützlich genug? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. 40 Punkte fehlen. Kann ich von dir lernen? Es erfordert große Klugheit, die Zauber Belias zu wirken. Und? Und ich werde dir erst etwas beibringen, wenn du dich um die Stadt Bakaresh verdient gemacht hast. Gut, ich glaube, ein Weg, sich definitiv um die Stadt... Jetzt lasst er zurück. Ein Weg, sich um die Stadt verdient zu machen, ist auf jeden Fall, in der Arena zu streiten. Und das werde ich jetzt tun. Hernan, Alter, die Rüsse. Krass. Krass. Irhabar. Der hat man am letzten Mal schon mit Floskeln in die Arena. Auf einen Kampf. Sprich mit Hernando. Wird Zeit, dass ich mal wieder einen Kampf gewinne. Ah ne, das war Hernando, der... Wo ist er? Ahmed, Mufasa. Wo und wer? Da. Gut. Gut, dann hau ich erst den Blutigen um. Ausgezeichnet. Der geheimnisvolle Kämpfer aus dem Norden. Hey, keine Sprüche. Lass mich einfach kämpfen. Na schön. Dann versuch wenigstens gut auszusehen. Keine Sprüche. Ich sehe immer gut aus, dank meiner geilen Rüstung. Was aber nützt euer Gold im Angesicht von Beliars okay. Also der Typ da hinten. Eine kurze Pause wird mir gut. Hey, fass das nicht an. Scheiße. Oh, ne, komm, da drücke ich die F9 durch. Aus Versehen hier an der Truhe bedient. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Wenn nicht, dann schön. Dann schade, aber dann ist es halt so. Wollen mal sehen. Bin gespannt. Manchmal speichere ich ja an Stellen, an denen man gar nicht unbedingt speichern sollte und dann an Stellen, wo es eigentlich schon bitter nötig wäre. Ah ne, gut, ich habe gespeichert. Schwein gehabt, ey. Okay, let's go. Hey, keine Sprüche. Gib mir einfach einen Kopf. Okay, let's go. Erzittern. Okay, schwupps, dann springen wir einmal da runter. Der Blutige. Halt, mein Schild muss ich natürlich auch noch anlegen. Das ist mir nochmal F5 wert. Irhaba. Hey, ich hab dich gerade gestochen, aber hat dich scheinbar nicht gejuckt. Okay, ruf in Bakaresh direkt plus 5. Das ist üppig. Darüber bin ich auf jeden Fall erfreut. Und wenn das so weitergeht, dann werde ich hier die 75 Ruf relativ flott beisammen haben. Okay. Mann, du hast den Blutigen ganz schön bluten lassen. Das Gold hast du dir verdient. Dankeschön, weiter geht's. So,
Nun gib mir diesen Ahmed, diesen Vielarmigen. Vielseitig. Er ist vielseitig. Ach, vergiss es. Du hast bezahlt, du kannst kämpfen. So will ich das hören. Let's go. Da rennt er. Der sieht nicht aus wie ein Ahmed von der Rüstung. Okay. Und wo ist mein Kumpel, den ich gerade... Da ist er. Es sieht so witzig aus, diese Fülligen mit Turban. Ah, Hammer. Und dann auch noch mit der Straußenfeder dran. Pfauenfeder meine ich, zeig meine Ware. Ach, nur Schrott. Okay, das stimmt nicht. Die Hammer kann ich gut gebrauchen, den Bein auch. Let's go. Warum hat der so eine Rebellenrüstung an? Oder Söldnerrüstung ist das eher? Gut. Da hat nichts zu holen. So, es sind noch 30, noch immer. Na gut, es sind noch immer 30 Ruf vonnöten, um hier mal schön was zu reißen diesbezüglich. Also mit diesbezüglich meine ich eben bezüglich des Rufs. Irhabar. Der Name ist einfach so witzig. Nö. Okay. Sprich mit Hernando, wenn du kämpfen willst. Hä, gibt's hier noch mehr? Ist das eine Assassinenrüstung? Ist durch den weinroten Lappen da unten, ist das eine Assassinenrüstung? Also, die mit den Mods hinzukam? Was hast du mit Ahmed gemacht? Der Mann ist völlig kaputt. Na, dafür bin ich doch angetreten. Naja, auch wieder wahr. Okay. So, nur noch dieser Wilde und ich bin Champion, richtig? Na. Das habe ich nicht gesagt. Was? Wenn du mich verarschen willst. Was? Oh nein, natürlich nicht, Vater des schnellen Kampfes. Allerdings musst du noch gegen die Tempelkämpfer antreten. Eine Auflage von Tisga. Nur wer gegen die Tempelkämpfer besteht, bekommt den Titel Champion von Bakaresh. Warum sagst du das erst jetzt? Geil, mehr Ruf für mich. Du hast mich nicht gefragt, aber es wird dir Ruhm und Ehre bringen. Und hoffentlich auch Gold. Ja, okay, ab geht's. Dann schick mir mal den Mufasa. Ah, eine große Summe für einen großen Kampf. Hey, und mach's dieses Mal bitte nicht so schnell, ja? Das Publikum will schließlich was sehen. Alles klar. Let's go. Mufasa, da flitzt er schon voran mit seinen zwei größten Schwertern auf dem Buckel. Ich wollte mal probieren, wenn ich dann so rückwärts springe, ob ich dann die Rolle abbrechen kann, aber nein. Ich bin eigentlich froh, dass die Rolle kommt. Ne? Würde die nicht kommen, würde es das heißen, dass ich keine Akrobatik drauf hätte. Ich werde dich besiegen! Wer will das denn? Ja, mit zwei Klingen zu schwingen, ist schon eine geile Geschichte, muss ich auf jeden Fall zugeben. Ja. Bam. Da ist nichts zu holen. Dann halt nicht. Aber es ist cool, die ganzen, die ich besiege, die bleiben hier oben stehen und schauen zu. Dadurch wächst das Publikum. Am geilsten ist ja das Publikum in der Arena-Modus von der Witcher 2, wo dann richtig viele einen anfeuern und Sprüche raushauen. Hier in der Arena von Bakaresh wurde das Unmögliche vollbracht. Mufasa, der Wilde, wurde besiegt. Hier steht der Sieger. Und er ist gekommen, um sein Gold abzuholen. Er kam, um den Tod seiner Brüder zu rächen. Ich sagte dir doch, ich mache dich reich. Okay. So, was ist jetzt mit den Tempelkämpfern? Das sind nicht nur irgendwelche Kämpfer. Oh nein, der eine war der Torwächter von Ishtar. Und der andere hat überall in der Wüste Nomaden gejagt. Beide haben sich den Job in Bakaresh verdient. Und mehr Männer umgehauen als alle Barbaren zusammen. Schon gut, du weißt, was ich will. Let's go. Wer mit den Tempelkämpfern? Kriegt dann Ruf für jeden Einzelnen. Die Krone soll beginnen. Und sterblicher Ruhm für den Sieger. Den Mund voll Saft für den Verlierer. Ich bin sehr gespannt, wie lange du das durchhältst. Der Mund voll Sand ist ja jetzt nicht so eine schlimme Sprache. Der Kampf um den Titel. Da vorne rennen sie. Ja, das ist neu hinzugefügt worden. Im Originalen hatten die nämlich auch solche Assassinen-Lederrüstungen an. Okay, alles klar. Dann soll das also eine Assassinenrüstung darstellen, wie man an den Farben erkennen kann,
Wie gesagt, der weinrote Lappen da unten. So, Jungs, wie schaut's aus? Soll ich mal... Okay. Wäre auch ein bisschen zu faul gewesen. Ich werde dich besiegen. Ja, aber nicht heute, nicht in diesem Leben. Möglicherweise auch überhaupt gar nie. Der Dicke mit dem Turban da oben. Es gibt einen Kampf, Männer. Alles klar. Ey, 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 was soll das? Was soll das denn werden? Ja, ja. Ganz genau. Okay, sehr gut. 5 Ruf pro Kämpfer erhalten. Das ist sehr gut, sehr schön. Da freut mich natürlich ganz extrem. Wo kamen die eigentlich gerade her? Stehen die ja schon immer rum oder spawnen die nur erst in dem Moment, in dem der Kampf steigt? Schreibt es mal gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber als ob einer ein Wüstenvolk so eine fette Plattenrüstung trägt, wo du schmilzt. Es hat schon seinen Grund, warum die Assassinen eher so leichte Stoffrüstung haben. Ich bin sprachlos, oh Champion von Bakaresh. Das ist ja mal was Neues. Du bist wahrlich ein großer Gladiator. Ehre und Ruhm dem neuen Champion. Danke, das wollte ich hören. Okay, jetzt schauen wir aber mal. Überzeuge die Händler. Da kann ich erst, wenn ich im Tempel bin, nur einen Gefallen. Da kann ich auch erst nicht. Der Tempel von Bakaresh. Das Nest der Crawler. Okay, das kann ich jetzt noch machen. Verhallen! Nur wir Schwarzmagier können seinen Zorn besänftigen. Ich muss dich mal wieder wegschieben. Wir benutzen unsere Macht, um seinen Zorn von euch fernzuhalten. Das Gesülze will ich... Ja, das ist Verkauf über Angst. Das ist so. Nur wir Schwarzmagier können euch schützen. So, spendet uns. Das ist so wie diese komische neue. Okay, das ist vielleicht ein bisschen unpassendes Thema zur aktuellen Zeit, aber doch, wenn man so sagt, diese komische neue Krankheit. Keiner ist davor gefeit, außer diejenigen, die unser spezielle Medikamente haben, versteht er? Wenn so jemand argumentieren würde. Und so sind die Schwarzmagier. Nur wer uns huldigt, kann Belias Zorn entkommen. So von wegen, das ist jetzt hier. Pst, das, kennt ihr diese, es gibt auch ganz oft so eine YouTube-Werbung, so wo dann irgendwelche Coaches oder mächtige Coaches Dinge sagen wie, hey, ich verrate diesen Trick eigentlich niemandem, aber ich kann es einfach nicht mehr mit anschauen. Ich kann nicht mehr mit anschauen, wie viele Leute diese eine Sache ständig falsch machen. Ja, und dann hauen sie einen Trick raus, den du aber erst so ganz erfährst, wenn du auf den Link unten klickst. So, Benito. Erstmal hier durchlesen. Das Nest der Crawler. Hast du noch was zu überlegen? Hinter der Arena sind wieder Sandcrawler aufgetaucht. Ach, hinter der Arena. Da wäre ich jetzt fast zu weit gegangen. So, schauen wir doch mal, hier geht... Nee, ich habe noch keinen Stein nach Bakaresh. Vielleicht habe ich noch. Und ich habe ihn gerade nur nicht gefunden im Inventar. Das kann natürlich schon auch sehr gut sein. Kann sein, muss aber nicht sein, ne? Mal so, mal so. La 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 la. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ich koche öfters mal Essen, während ich hier aufnehme. Ich muss mal kurz Essen auf der Platte runterdrehen, so dann könnt ihr euch die schönen Palmen anschauen. So, da bin ich auch schon wieder. Lohnt sich gar nicht abzuschalten hier. Das geht viel zu schnell, keine Sorge. Lala. Macht euch nicht die Mühe, das Video wegzuklicken. Wozu? Zeitverschwendung. Wieso kann ich hier nicht sprinten? Ah, jetzt geht's. Okay. Oh, Schlitter, Schlitter. So, diese Crawler-Quest mache ich noch. Aber um diese Händler zu beeindrucken, muss ich doch für den einen dann im Tempel und so weiter. Und dafür muss ich doch erstmal in den Tempel reinkommen.
So, wie auch immer, ich schaue mal die Crawler an. Das Crawler-Nest. Ist da... Ah, diese Höhle ist sicherlich das schöne Nest von Crawler. Kann ich durch dieses Loch hier durchschlüpfen? Klar. Der Bursche passt durch jedes Loch. So, ab darauf. Mahlzeit. Exzellent. Schneidet der, was Sache ist, oder krabbelt der einfach nur so raus? Ich glaube, der krabbelt einfach nur so raus. Ich wende jetzt mal eine Welle an, in der Hoffnung, dass einige seiner Brüder in der Reichweite der Welle stehen. Ja, die Hoffnung wurde erfüllt. Okay, das war es scheinbar noch nicht. Die Herausforderung ist größer als gedacht, aber nicht sehr viel größer, denn was sind schon ein paar Sandcrawler? Lalalalalalalala. Gut, gut. Oh, Alter, der schlittert. Schau mal, ich habe Giftpfeile. Ey. Ich fühle mich da nicht wohl aufgehoben, wenn ich so behandelt werde von euch. Bitte überdenkt euer Vorgehen. So, hier sind noch lecker Pilze. Hier sind auch mal lecker Pilze, die ich aber im Gegensatz zu den ersten lecker Pilzen pflücken kann. Hier erinnert es ein bisschen an die Höhle. Im Canyon, in die Nacht des Raben. Das waren schöne Zeiten, ne? Nacht des Raben. Gothic 2, die Nacht des Raben. Ein Geniestreich unter den Spielen. Oh, Alter, nichts ist nerviger, als da so scheiße drin zu klemmen und dann nicht mal wegrennen zu können. Weil der einen mit seinen Klauen irgendwie festhält. Oder irgendwie so, ach, was weiß denn ich. Anhand der Sandcrawler kann man noch ein bisschen erahnen, wie die Minecrawler im originalen Gothic 3 aussahen, weil hier wurden sie völlig ersetzt durch die alten. Und wie ich schon es häufigeren geäußert habe, bin ich darüber sehr glücklich. Da sind mal Pilze, glaub nicht, hätte ich die übersehen. Also für so einen einzelnen Hampelmann reicht natürlich schöner Feuerball komplett aus. Das Nest der Crawler. Mission completed. Sehr gut. Oh, Alter, schön am Rumschwabbeln hier, der Bursche Dämonenpilze. Gibt's auch. Lecker, lecker, lecker. Sehr nervig, dass ich den Teleportstein noch nicht habe. Wahrscheinlich habe ich den schon und ich check's noch nicht. Das kann sehr gut sein, ne? Es kann sein, muss aber nicht sein. Jetzt wollen wir mal nicht den Belia an die Wand malen. Das erwählte Volk. Okay, von wem habe ich denn diese Quest überhaupt erhalten gehabt, hatten damals? Ah, ich habe die 75 Ruf voll. Geil, erfolgreich. Nester Crawler. Silvio. Silvio, wer war nochmal Silvio? Gnade. Seit der Sache mit den Trollen sind Tierkämpfe in der Arena verboten. Trolle? Ja, war eine Idee von Amul. Er wollte es spektakulärer haben. Es war dann auch ein ganz schönes Spektakel. Aber nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Alles klar, vielen Dank für die Zusatzinfo. Trolle in der Wüste, das wäre auch mal eine spannende Unterhaltung gewesen. Prüfen. Geil. Jafar. So, Silvio. Ador. Nee, das sind alles nicht die Leute, mit denen ich hier... Da. Ich habe mich um euer Crawler-Problem gekümmert. Alter, der Joint im Boden, habt ihr gerade gesehen? Rumgebackt. Über der neuen. Nochmal zurückspulen, anschauen. Hier, das ist für dich. Hier.
Oh, danke schön. Diese Rüstung sieht sehr assassinisch und sehr cool aus. Stattlich und leicht zugleich, aber diese fetten Metallplatten da, ne. Weiß ich nicht, was daran hat. Aber die sieht sehr schön aus. Mega episch. Vielleicht lasse ich mir die auch mal zum Spaß raus, wenn es ruftechnisch irgendwie hinhaut. Und dann latsche ich mit der durch die Lande. Munter und ungehemmt. Hier liegt nur ein bisschen Kohle rum. 100 Gold. Das ist schon mal eins. Eben so eine Feuernessel wahrscheinlich jetzt. Halt, du wirst hier als Dieb gesucht. Ja, kommt aber vor. Ich denke, da wird bald etwas passieren. Alter, kann jemand noch irre schauen? Egal, über diesen Blick habe ich ja schon beim letzten Mal mir einen Arsch abgelacht. Oh, Alter, ich würde gerne einen Pfeil durchschicken und so, dass der da durchfliegt und dann zwischen noch, zack, so durch. Verstehe, dass er zwischen den Gitterstäben auf dem Dach auch nochmal durchfliegt. So. Bursche, lass mich rein in den Tempel. Wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Du hast dich um Bakaresh verdient gemacht. Der Zugang zum Tempel ist dir gewährt. Geiler Scheiß. Dann will ich ihn mal betreten. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum. Hier, Teleportstein vielleicht. Wenn ich ihn nicht finde, können wir mal schreiben, wo er ist. Wahrscheinlich habe ich ihn bis dahin längst gefunden. Aber warum nicht? Lass mich rein. Amul schickt mich. Jetzt lass mich durch. Natürlich. Das wollte ich hören. Natürlich, natürlich, was noch sonst? Ich als natürliche Person darf ja natürlich durch. Keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit. Warte mal, ich muss mal kurz einen Stecker ziehen. So, da bin ich wieder. Hey, Murak. Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Na gut, dann halt nicht. Ja, was ich auch sehr mag an diesem ganzen Bakaresh-Gebäudekomplex ist diese Art Labyrinth in diesen Steingemächern hier. Wir sehen uns später. Das ist sehr geil. Das mag ich sehr, alles so verschachtelt. Brennholz. Sei immer wachsam. Boah, und hier unten eine fette Schatzkammer. Schwarzmagier. Und wir passen auf. Pelias Hand, Alter. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber gut. Alter, diese Schatzkammer quillt über vor Reichtümern. Hier ist auch ein Geschicklichkeitstrank, glaube ich. Ah, ne, Gegengift, langweilig. Na egal. Steintafel. Interessant. Hä, ohne? Okay, von so einer alten Steintafel hatte ich schon erwartet, dass ich da ein bisschen wie heißt es nochmal? Absagen kann. Weisheit. Altes Wissen meine ich natürlich. Weisheit hat das Zeug in Risen. Wir sehen uns später. Bis dann. Fette Bratpfanne da oben, die kann mir nicht stehen bleiben. Sei stets auf der Hut. Ach schade, jetzt wo die grün sind, kann ich nicht mehr schleichen. Ich würde gern so ein Gezeter hören. Sei stets auf der Hut. Oh, Alter, knallige Farben hier. Die leuchten mir richtig tief in die Seele rein. Oh, ist doch schön. Dieses Teegeschirr. Zwar von Polygonen her nicht abnormal krass, aber was ist erwartet 2006? Und schöne Details drauf. Verzierungen. So, und jetzt das Heiligtum Belias auf Erden. Okay, ich will, dass ihr das begreift. Der fette Belia-Tempel, da ist er. Wollen wir da mal reinschauen? Ja, wollen wir, keine Frage. Lasst mich ein. Was willst du? Wir sehen uns später. Bis denn. So, Alter, da oben fettes Schläfer-Symbol. Okay, hier, was soll dieses blaue Zeug? Ja, hier haben sie jetzt unsichtbare Wände hochgezogen, oder was geht ab? War doch früher nicht. Früher konnte man da auch reinspringen. Ey. Ich will keinen Ärger haben. Geiles Leben hier. Im Bikini als Sklavin an der Shisha nuckeln. Was willst du? Du solltest jetzt gehen. Wozu ist sie verhüllt und die anderen Frauen nicht? Die sehen so aus, als ob sie richtig Spaß am Tanzen hätten. Hä, kommt hier nicht eigentlich eine Belia-Musik? Es gibt schlechte Nachrichten.
Jemand greift unsere Städte an. Was? Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Ein weiter Weg liegt hinter dir. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Solange deine Absichten im Sinne unserer Gemeinschaft sind, ist kein Weg umsonst. Ganz im Gegenteil. Wir belohnen jeden, der für uns arbeitet. Mit auch Gott, mich. Ruhm und dem Wissen der dunklen Magie. Das klingt doch schon ganz gut. Okay, wie schaut's aus? Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Es steht außer Frage, dass du dich um uns bemüht hast. Aber es sind viele Fremde in unser Land gekommen. Einige kommen als unsere Gäste. Andere als unsere Feinde. Sie töten unsere Oder als befeindete Gäste. Sie rauben unser Gold. So geschah es jüngst, direkt vor unserer Stadt. Die Oase wurde geplündert. Und die da hinten gönnt sie aus meinem fettes Fleisch. Sie sieht aus wie so eine Sklavin, die in einem Barbarendorf gehalten wird. So ein Fellbikini, versteht ihr? Ich kümmere mich um die Oase. Gut. Mir kam zu Ohren, dass sich die Räuber aus dem Norden mit Nomaden verbündet haben. Lass sie den Zorn Bilias spüren. Mach. Ich könnte Hilfe bei der Oase gebrauchen. Ach so. Dann nimm dir Silvio mit. Er ist doch ein guter Kämpfer. Ein wenig Abwechslung wird ihm gefallen. So sei es. Silvio soll dich begleiten. Jawohl. Was kannst du mir beibringen? Ich lehre dich die Kunst der dunklen Magie. Tietzgar, der Name ist ja auch extrem witzig. Bring mir etwas über alte Magie. Nee, dieses Schwarzmager-Ding lerne ich erstmal nicht. Lernpunkte hätte ich zwar, aber erstmal noch nicht. Oh, das ist auch eine sehr geile Statue hier. Beliar. Er wird mich eh noch nicht annehmen, aber was ich cool finde, ist, dass irgendwie solche bunten Steine hier mit rein zementiert wurden. Dazu bin ich nicht bereit. Vor allem, es steht einfach direkt Beliar dran. Es ist Beliar höchstpersönlich, so wie bei Innos da auch. Alter, ich will auf die Kuppel hoch und reinspringen. Ich will von oben in diesen Tempel reinspringen. Versteht ihr die Problematik, die mich umtreibt? Ich verstehe die Problematik, Frau Hansen. Ach, wie gern würde ich das machen. Das wäre so schön, aber... Halt, von... Nee, ich glaube, die Distanz zwischen Felsen und Kuppel ist zu groß. Aber ich werde versuchen, ob ich einen Weg finde, auf die Kuppel hinauf zu gelangen und dann schön in den Tempel ranzuspringen. Wäre geil. Wäre arschgeil, wenn es klappen würde. Boah, die Textur von diesem Dach sieht auch mega interessant aus. Die sieht genau aus wie bei solchen antiken Gemäuern oder solchen alten Steinkirchen, auch aus dem Mittelalter und so weiter. Sehr cool, sehr gut ausgewählte Textur. Sei immer wachsam. Und der Bursch ist begabt. So, hier sind Gargoyles, wie man sehen. Und das ist ein ziemlich cooler Turm, wenn man mich fragt. Okay, jo, Alter, hör mal auf mit diesem Rumgebagge. Wir passen auf. Das will ich auch hoffen. Siegmor, ich glaube, mit ihm soll ich reden wegen der Rufsache, gell? Aber schauen wir erstmal hier rein. Alter, so ein aufgezwirbelter Turm. Auch wenn der Sinn davon... Es soll einfach nur cool aussehen, glaube ich. So quasi Belias Macht, der sich wie ein Bohrer in die Erde hineinbohrt, darstellen. Die ne? aber, die Belias zorniger Blick traf, fanden keinen Frieden mehr. Scheiße. Wie bist du hier reingekommen? Amul sagte, das geht in Ordnung. Amul ist alt. Er würde jeden in den Tempel lassen, der mit ein paar Münzen klimpert. okay. Ach, kennst du eigentlich Aldo? Aldo? Der Händler Aldo? Was ist mit ihm? Ich soll ihn dir empfehlen. Schöne Sehr Grüße geiler Typ. Er ist ein guter Mann. Verstehe, er hat dir aufgetragen, das zu sagen. Ach Quatsch. Aber was ist deine Meinung über ihn? Ist er ein guter Mann oder nicht? Hey, geil, geiler Typ, ja, absolut. Er ist in Ordnung. Gut, wenn du das sagst. Er darf sich auch weiterhin unserer Gunst erfreuen. Das war ja einfach. Hast du Arbeit für mich? Was? Was habe ich dir getan, dass Schuften. Du mich störst? Geil. Geh hinaus in die Wüste und töte Nomaden. Und jetzt halte mich nicht länger auf. Okay, Sigmar ist nicht so gut drauf. Wie ich ihn die letzte Dialogoption frage, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Daumen hoch. Alles denklich Gute euch, inklusive Gesundheit und Reichtum. Ciao.